So, der Countdown läuft, liebe Frau Kretzan. Wir haben gleich 14 Uhr. Die Teilnehmer haben sich schon doch relativ zahlreich bei uns eingefunden. Ich mache jetzt mal ganz offiziell die Begrüßung. Es ist 14 Uhr, es ist Zeit für das Webinar der FKT. Ich begrüße ganz herzlich Annette Kretzan von Anova Systems. Frau Kretzan ist sicherlich vielen der Teilnehmer bekannt. Sie ist schon häufiger mal Autorin innerhalb der FKT gewesen, hat Kompetenzen im Bereich Softwarelösungen, im Bereich der Programmierung, im Umfeld von Radio- und Fernsehsendern und blickt auf 10 Jahre aktive Tätigkeit in diesem doch so umfangreichen und wirklich weitreichenden Bereich zurück. Frau Kritzan ist als Produktmanagerin bei der Anova Systems in München tätig und in der Softwareentwicklung und der Umsetzung der Kundenprojekte nach Vorgaben ihrer Gesprächspartner und Vorgaben ihrer Systempartner. Das, was Frau Kritzan heute uns im Rahmen des Webinars vorträgt, wird allen Teilnehmern einen Einblick in die mögliche redaktionelle neue Zukunft geben. Wenn wir über neue redaktionelle Zukunft sprechen, könnte ich zum Beispiel sagen, es wird vielleicht Second Screen sein, es wird vielleicht die Einbindung von neuen Vertriebswegen, IPTV, Video on Demand und was auch immer sein. Und ich bin gespannt, Frau Kritzan, was Sie uns an neuen Lösungen und dem Tor, das Sie mit dem, was Sie uns gerade vorstellen, aufstoßen werden und zeigen werden, zu bieten haben. Frau Gritzern, ich gebe Ihnen. So, ich habe jetzt den letzten Teil nicht mehr mitgekriegt. Ich hoffe, die technische Verständigung klappt noch. Ich höre Sie sehr gut und ich gehe davon aus, wenn ich Sie höre, hören die Teilnehmer Sie auch sehr gut. Bitte schön, Sie haben das Wort, dürfen mit Ihrer Präsentation beginnen. Wunderbar. Kann ich eine kurze Rückmeldung bekommen, wann das Bild bei allen sichtbar ist? Das Bild ist bei allen sichtbar. Sie dürfen jetzt beginnen. Wunderbar, vielen Dank. Ja, dann vielen Dank, Herr Wagner, für die Vorstellung und überhaupt für die Möglichkeit, hier auf diesem Wege zu präsentieren. Und natürlich auch eine herzliche Begrüßung von meiner Seite in die Runde an alle Zuhörer. Ja, der Titel dieses Webinars lautet Das Tor zur redaktionellen Zukunft. Tor ist natürlich gewählt als Andeutung, als Analogie auf Portal. Und wir wollen uns jetzt hier mit den Portaltechnologien am Markt und insbesondere dem Einsatz von Portaltechnologien im redaktionellen Umfeld befassen. Diese Portaltechnologien sind ja im Moment in aller Munde. Für verschiedenste Lösungsszenarien kann man sich da Applikationen anschauen. Auch wir sind mit unseren Kunden hier im stetigen Gespräch und viele sind an diesem Thema interessiert. Entschuldigung, jetzt ist mir gerade der Bildschirm weggerutscht. Und auch auf der NAB, die ja jetzt gerade erst zu Ende gegangen ist, war dieses Portalthema einer der Schwerpunkte in unseren Gesprächen und Präsentationen, die wir da hatten. Und vielleicht haben es ja einige von Ihnen auch mitbekommen. Die BBC hat da so ein bisschen so eine Vorreiterrolle angenommen. Die hat in den letzten Monaten, vielleicht muss man auch schon Jahren sagen, ein Journalistenportal entwickelt und in Betrieb genommen. Dazu gibt es auch ein sehr interessantes White Paper, das die BBC veröffentlicht hat. Das ist wirklich lesenswert. Das kann man im Internet sehr leicht unter den Suchbegriffen BBC Journalist Portal finden. Kann ich jedem nur empfehlen, da mal reinzugucken. Da werden viele der Ideen natürlich auch wieder aufgegriffen, die ich auch heute präsentiere oder vielleicht auch umgekehrt. Auf jeden Fall schildert die BBC darin die Motivation, die sie hatte, dieses Portal zu entwickeln oder entwickeln zu lassen, wie auch immer, und natürlich auch den großen Nutzen, den sie sich davon verspricht. Ich möchte Ihnen heute präsentieren, wie wir uns dem Thema genähert haben. Dazu ja, ein paar Gedanken natürlich zu den Portalen im Allgemeinen. Wie funktionieren die? Was macht die aus? Dann schauen wir uns an, wie sieht das tatsächlich im Medienumfeld aus? Wie sieht das aus der Perspektive von Journalisten und Redakteuren? Gucken uns mögliche Anwendungen und Nutzungsfälle an. Und
Wir werfen dann natürlich einen Blick auf die tatsächlichen Integrationen. Wir haben also Open Media, unser Produkt in Portale eingebunden und da möchte ich Ihnen von den Erfahrungen, die wir dabei gemacht haben, berichten. Da gucken wir auch ein bisschen hinter die Fassade, schauen uns das tatsächlich. Frau Kritzan, ich sehe nach wie vor immer nur Ihre Startfolie. Sie haben noch keine Das weitere ist Folie richtig aufgelegt. so. Okay, gut. Ich war nur ein bisschen verunsichert. Danke. Wunderbar. Okay, alles klar. Ja, also ich wollte nur kurz zusammenfassen, wie es ungefähr abläuft. Also wir werden eben technisch dahinter gucken. Ich hoffe, dass das nicht zu technisch wird, dass diese Folien trotzdem allgemein verständlich sind. Und mit den Themen werden wir uns also beschäftigen. Aber zunächst möchte ich Ihnen gerne ganz kurz die Firma Anova und das Produkt Open Media ein bisschen näher bringen. Wer sind wir? Die Anova Systems ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Deutschland. Unter dem Namen Anova gibt es uns jetzt seit ein paar Jahren. Aber wir haben eben schon eine Historie, die ein bisschen weiter zurückreicht. Mit dem Produkt sind wir schon seit längerer Zeit am Markt. Und ja, wir sind Softwarehersteller im Broadcast-Umfeld, ganz speziell unterwegs im Bereich Nachrichtenproduktion und redaktionelles Arbeiten. Allerdings entwickeln wir die Software nicht nur, wir projektieren sie auch, gemeinsam natürlich mit den Kunden, wir installieren sie, wir unterstützen bei der Inbetriebnahme und beim Training und natürlich zu guter Letzt übernehmen wir auch die Wartung und Pflege. Das heißt also, wir bieten die kompletten Dienstleistungen rund um die Softwarelösung an. Koordiniert wird das alles aus München, das ist unser Hauptsitz. Wir haben Büros in Köln und in Hamburg und Vertriebspräsenzen in Singapur und New York. Unser Produkt Open Media ist ja jetzt schon mehrfach der Name gefallen, ist ein Redaktionssystem, eben wie gesagt schon einige Jahre am Markt. Das ist hervorgegangen, sag ich mal, aus einem klassischen Newsroom-Computersystem. Das ist so ein feststehender Begriff in der Branche, den man eigentlich da so kennt. Und damit verbindet man natürlich einige Standardfunktionalitäten, wie zum Beispiel Agentureingang, Agenturverteilung und klassische Sendeplanung, also Sendeplanerstellung, Durchführung dann auch oder Sendeunterstützung zumindest. Alles das bietet natürlich das Produkt, aber gerade in der letzten Zeit haben wir mit neuen Modulen, die heißen Eventkalender, Storybin und Showprofiler, schöne neudeutsche Namen, entschuldige, aber Werkzeuge entwickelt, die das Produkt so ein bisschen mehr in Richtung redaktionelle Planung ausrichten. Insbesondere gerade die themenorientierte Planung, also Planung, die ein Thema bearbeitet, ohne von vornherein auf den Ausspielweg, auf den Verbreitungsweg irgendwie festgelegt zu sein, wird von diesen neuen Modulen insbesondere vollständig unterstützt. Das heißt also, in Open Media kann man wirklich ein Thema von der ersten Idee, von der ersten Terminankündigung, von den ersten Informationen, die man dazu erhält, bis zum fertigen Beitrag und zur Ausspielung redaktionell bearbeiten und das eben medienübergreifend, redaktionsübergreifend und ja, stark koordinierend. Ja, hier kurz unsere Referenzen. Wie Sie sehen, sind wir vorwiegend im deutschsprachigen Raum vertreten, insbesondere innerhalb der ARD, aber die internationalen Projekte nehmen deutlich zu. Ja, als jüngstes Mitglied der Anova Open Media Familie hinzugekommen ist der RBB. Da befinden wir uns gerade in der Projektphase. Und ja, man sieht es, die Open Media Kunden sind nicht nur, sage ich mal, vorwiegend klassische Nachrichtenproduzenten wie zum Beispiel ARD oder die Deutsche Welle. Viele der Sender, die man hier sieht, nutzen Open Media gerade wegen dieser Planungsfunktionalitäten für Magazine, Dokumentationen, die dann auch nicht immer einen aktuellen Bezug haben müssen. Also das Produkt wird wirklich in vielfältiger Weise eingesetzt und unterliegt daher auch vielfältigen Anforderungen. Natürlich insbesondere an die Integration. Ganz kurzen Blick auf unsere Integrationspartner, Technologiepartner und auch Vertriebspartner. Integration ist wirklich für Open Media ein zentrales Thema. Die als zentrales Werkzeug hier des Journalisten und des Redakteurs soll natürlich möglichst viel aus der einen Oberfläche passieren, sodass insbesondere hier alle senderelevanten Systeme ganz eng angekoppelt sind. Und Sie werden da sicherlich einige Logos erkennen, die Integrationspartner hier umfassen, sozusagen das Who is Who der Broadcast-Szene. Ist natürlich dem geschuldet, dass die Systemlandschaft bei jedem Kunden
stark unterschiedlich aussieht. Dadurch entstehen immer mehr Schnittstellen zu immer mehr Anbietern auf dem Markt. Und naja, also wir profitieren natürlich davon, dass das Produkt gerade in Richtung Integration und Schnittstellen sehr gut aufgestellt ist und da gute Möglichkeiten bietet. Natürlich solche Sachen wie Standardprotokoll, MOS ist da zu erwähnen in dem Bereich, machen einem das Leben da auch ein bisschen einfacher. Ja, und im Bereich Technologiepartner und Vertriebspartner haben wir ebenfalls viele Kontakte und sind froh, dass wir da auf ein verzweigtes Netzwerk zurückgreifen können. Jetzt aber zum eigentlichen Thema hier, zu den Portalen. Ja, der Wandel der Medienlandschaften in den letzten Jahren, insbesondere natürlich durch das Internet, ich glaube, das hat da den größten Einfluss drauf gehabt, stellt Broadcaster natürlich vor neue Herausforderungen. Also ganz oben und ganz wichtig sehen wir dabei das Zuschauerverhalten, ja, obwohl Zuschauerverhalten, das geht natürlich Hand in Hand mit dem sich ändernden Angebot. Die Zuschauer konsumieren heute auf verschiedensten Endgeräten, wir müssen verschiedenste Zielplattformen unterstützen. Aber dadurch ist natürlich, oder das beeinflusst natürlich auch die entsprechende Art und Weise, wie Zuschauer dann eben konsumieren. Es geht weg von der, gerade durch diese Endgeräte, durch Internet, durch Video on Demand, durch ähnliche Sachen, geht es weg von der klassischen linearen Verbreitung, also sprich der Sendung, wo jemand sich Gedanken gemacht hat, wie bringen wir die Beiträge hintereinander, zu einer nonlinearen Verbreitung. Das heißt, die Zuschauer wählen sich selber aus, welche Themen sie sich anschauen, welche Nachrichten sie gucken und welche Beiträge sie auch in welcher Länge und in welcher Tiefe eben konsumieren. Ich glaube, man sieht da, oder ein klassisches Beispiel oder ein gutes Beispiel dafür ist ja eigentlich jetzt hier zum Beispiel Tagesschau.de, was ja auch stark Einfluss in die tatsächliche Fernsehsendung genommen hat. Und natürlich die dazugehörige Tagesschau-App, die, glaube ich, große Erfolge feiert und die wirklich als neues Medium gerade für eine Nachrichtenübermittlung stark genutzt wird. Das nächste ist der Zugang zu Informationen. Gerade in größeren Medienhäusern gibt es oft noch für Hörfunk, Fernsehen, Online, für verschiedene Bereiche, für verschiedene Arbeitsgruppen unterschiedliche Systeme, die manchmal eben gerade, wenn es um Hörfunk und Fernsehen geht, überhaupt nicht integriert sind, sodass also, dass es noch nicht mal möglich ist, sich irgendwie zu informieren, weil man die entsprechenden Clients gar nicht installiert hat oder. Es gibt ja natürlich auch gerade viele große Sender, wo Hörfunk, Fernsehen räumlich noch getrennt ist, dass in verschiedenen Gebäuden die Leute untergebracht sind. Sodass wirklich allein schon die Ausnutzung der Informationen, die bereits im eigenen Haus verfügbar sind, dass die schon schwierig ist und dass die schon eine Herausforderung darstellt, der sich die Sender da erstmal stellen müssen. Da, also zum Beispiel solche Sachen wie die Audiospurnutzung von Videobeiträgen für den Hörfunk oder die Aufbereitung von Fernsehbeiträgen für den Online-Auftritt. Alles das ist oft nicht gegeben oder nur in einer sehr unstrukturierten Form und meistens erst so, dass es dann nicht früh im Prozess möglich ist, sich miteinander zu koordinieren und was abzustimmen, sondern es gibt noch immer viele Schnittstellen, die erst nach der Ausstrahlung greifen. Also sprich, es wird irgendwo dann die Sendung bereitgestellt und da kann man dann mal gucken, was haben denn die Kollegen da gemacht und was kann ich denn vielleicht davon wiederverwenden. Also dieser ganze Schritt zur medienübergreifenden Zusammenarbeit, der ist, haben wir zumindest in den Diskussionen festgestellt, bei vielen Sendern als notwendig erkannt worden und ist auch ganz oben, sag ich mal so, auf der Agenda. Da ist natürlich jetzt hier ein gemeinsames Redaktions- und Planungssystem natürlich erstmal die notwendige Grundlage, aber es zeigt sich eigentlich, dass das auch bei den Sendern immer mehr organisatorisch umgestellt werden muss. Also es müssen wirklich angefangen davon, dass Leute umziehen müssen, ihr Büro wechseln müssen, dass neue Teams gebildet werden, neue Abteilungen und neue Stellen geschaffen werden, ist da im Moment wirklich gerade ein großer Wandel
Viele Broadcaster, also ich kenne da einige Beispiele, mit denen wir auch in Diskussionen sind, die sind genau in diesem Prozess und manche fangen wirklich an mit neuen Abteilungen, auch neuen Hierarchien und andere versuchen erstmal die Teams unten ein bisschen zu koordinieren. Gerade im Sportbereich oder im Kulturbereich geht das meistens recht reibungslos, dass man da Kollegen von verschiedenen Medien, von Hörfunk, Fernsehen, online zusammenbringt, die sich dann eben fachlich zusammentun und austauschen und nicht nur aufgrund der Redaktions- oder der Sendungszugehörigkeit hier. Ja, der Prozess ist, das haben wir auch festgestellt, der deutlich schwierigere als der technische, der dahinter steckt, um das zusammenzubringen. Also das ist natürlich der, der deutlich langwieriger ist, weil er natürlich auch in den Köpfen der Leute feststellen muss. Wir haben da, sage ich mal, wir unterstützen das dann technisch, aber es ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Naja, und hinter allem natürlich dann die Kostenfrage. Also alle müssen sparen und alle Arbeitsabläufe sollen natürlich da immer effektiver werden. Und das Ziel ist es schon natürlich, die journalistische Arbeit auf das zu konzentrieren, was jetzt hier die Systeme nicht leisten können. Sprich, die Personen wirklich optimal auszunutzen. Also das praktisch den Journalisten und Redakteuren, die wirklich rein intellektuelle Arbeit zu hinterlassen. Zu überlassen, also die Entscheidungen auch zu treffen und die tatsächliche Ausarbeitung zu machen. Alles andere soll möglichst von den Systemen automatisiert werden, integriert werden. Es sollen möglichst natürlich unnötige Tätigkeiten, Doppeleingaben, irgendwelche manuellen Übertragungsarbeiten und vermieden werden. Das sind natürlich die Ansätze oder die Herausforderungen, die da heute bestehen. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon die Geschichte gehört habe, dass sich zwei Kamerateams irgendwo bei einer Pressekonferenz treffen, die vom gleichen Sender von verschiedenen Redaktionen bestellt worden sind und die nichts voneinander wussten. Und das hätte man natürlich durch transparentere Planung vermeiden können. Wir uns jetzt die spezielle Situation des Journalisten anschauen, womit kämpft der heute, wenn er jetzt an seinem Schreibtisch sitzt oder unterwegs ist? Was hat der dann eben, ja, sag ich mal, an Schwierigkeiten mit der existierenden Landschaft, mit den existierenden Systemen? Da ist zunächst mal natürlich die Zahl der Werkzeuge und deren Integrationsstand. Also ich hatte zwar eben gesagt, Redaktionssystem ist sehr gut integriert, das gilt aber, sage ich mal, im Bereich der Sendesysteme. Da kann man da wirklich von sprechen, also Beispiele, Schriftgeneratoren, die Playout-Server, ähnliches, was man auch in der Regie dann vorfindet zur Sendesteuerung, sowohl im Fernsehen als auch im Hörfunk, ist alles sehr gut integriert, aber es gibt dennoch einige Lücken. Zum Beispiel ist da immer wieder das Archiv zu nennen. Das habe ich bis jetzt in wenigen Installationen gesehen, dass das komplett irgendwie integriert ist. Oder auch ein MAM-System, das heißt alle diese Systeme, die eben noch, ja, sage ich mal, eine große eigene Datenhaltung haben, eine große eigene Recherche erlauben, die sind nicht so wirklich integriert. Da hat man dann eben verschiedene Oberflächen, verschiedene Bedienkonzepte und natürlich die Medien- und Workflow-Brüche. Gerade bei der Recherche kann man sich da vorstellen, dass das manchmal auch ziemlich komplex für den Anwender ist. Der muss sich vor drei Systeme setzen, jedes Mal vielleicht eine andere Suchsyntax beherrschen, kriegt irgendwelche Ergebnisse dargestellt, muss eigentlich genau wissen, wo er da jetzt was suchen will, eigentlich muss er schon fast vorher wissen, in welchem System sich irgendwas befindet, um überhaupt Erfolg zu haben. Ja, dann zu den wichtigsten Werkzeugen für den Journalisten zählen auf jeden Fall auch die der Kommunikation. Die sind immer so ein bisschen unterbewertet, also sprich ganz normal Telefon, E-Mail, SMS, Fax, alles, was da so daherkommt, mit dem man sich mit anderen Menschen austauschen kann. Die sind sehr oft natürlich technisch unabhängig von den medienspezifischen Applikationen, die man da so hat, also von dem Redaktionssystem, von dem Schnittsystem, von irgendwelchen Audio-Video-Produktionssystemen und. Aber die sind sicherlich genauso wichtig für die redaktionelle Arbeit. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ein Journalist mir eben mit der Kommunikation verbringt, aber ich schätze mal, dass es, weiß ich nicht, vielleicht sogar an die Hälfte der Arbeitszeit herangeht. Und viele der Ergebnisse, die sich aus dieser Kommunikation verbinden, die werden nur ganz rudimentär eben in den Systemen abgebildet. Auch eben Sachen wie,
wie eine, so eine Nachverfolgung, was für eine Kommunikation hat überhaupt stattgefunden. Sowas gibt es eigentlich noch sehr wenig und würde vielleicht an mancher Stelle schon deutlich helfen, um auch hier Beiträge redaktionell tatsächlich wertvoller zu machen und wirklich so aufzubereiten, dass das Wiederverwendung und natürlich der Nutzen für andere Kollegen oder ein Austausch dann eben gewährleistet ist. Ja, und natürlich als letzter Punkt hier, der was nicht zufriedenstellend gelöst ist heutzutage, ist eben das orts- und plattformunabhängige Arbeiten. Gerade die Journalisten, die unterwegs sind, die haben oft sehr beschränkte Möglichkeiten, mit dem Newsroom zu Hause, mit der Redaktion im Sender tatsächlich Daten auszutauschen oder direkt eben in den Systemen zu arbeiten. Dann. Ja, da wird oft auf das Telefon zurückgegriffen. Das ist meistens die einzig ja, wirklich funktionierende, der einzig funktionierende Weg, um tatsächlich irgendwie Daten auszutauschen, sodass man dann eben den direkten Weg, direkt in Systeme irgendwas eingeben, direkt den Leuten in der Redaktion was zur Verfügung zu stellen, dass man den eigentlich gar nicht richtig wählen kann. Einmal sind vielleicht Systeme nicht dafür ausgelegt. Einmal hat man, oder zum anderen hat man natürlich nicht unbedingt immer die technischen Möglichkeiten, die man dafür braucht. Also man braucht dann natürlich auch irgendwelche Verbindungen mit der entsprechenden Bandbreite, um überhaupt sowas zu erledigen. Ja, und eigentlich genau diese Problemfelder, die wir jetzt hier angesprochen haben, die Integration, die Information und hier diese Plattformunabhängigkeit, die werden von Portalen adressiert. Da sind sie, die vier großen Cs der Portallösungsanbieter. Das sind schöne Schlagworte, mit denen die Anbieter dann auch entsprechend für die Vorteile von Portaltechnologien und für die Lösungen werben. Das ist Collaboration, Communication, Content, Community. Wenn man es übersetzt, dann sind es nicht mehr alles Cs, aber ich denke mal, der Gedanke kommt rüber. Ja, Zusammenarbeit, Collaboration. Das ist eigentlich dabei, ja, das sage ich mal, der allgemeingültigste Begriff. Da kann man alles und nichts drunter verstehen. Der ist, glaube ich, auch am meisten dehnbar. Also man kann unter Collaboration bereits die Vernetzung von Computern verstehen oder Systemen oder auch nur der Zugriff auf irgendwelche gemeinsamen Daten, so dass, weiß ich nicht, einer jemand ein Word-Dokument bearbeitet und ein zweiter das hinterher nochmal bearbeitet und schon haben die beiden eigentlich zusammengearbeitet und alles ist ganz wunderbar. Das ist gerade dieser Zugriff auf gemeinsame Daten, das ist manchmal schon nicht wenig. Das ist schon gerade vernetztes Arbeiten ist schon immer noch für viele Sender, gerade auch international betrachtet, eine Sache, die nicht selbstverständlich ist. Also das sollte man auch nicht unterbewerten an den Stellen. Aber natürlich meint Collaboration in Portalen noch ein bisschen mehr. Ganz vor allem natürlich Integration. Integration von verschiedenen Systemen, die dadurch möglich ist. Aber so Portale bieten eben immer unter diesem Stichwort Zusammenarbeit auch schon standardmäßig Funktionalitäten, um zum Beispiel automatisch Workflows zu triggern, um zum Beispiel automatisch Prozesse anzusteuern, um zum Beispiel irgendwelche Abnahmeprozesse, Statusänderungen und nachzuverfolgen und auch bei gewissen Eintreten von irgendwelchen gewissen Ereignissen, dann eben Benachrichtigungen rauszugeben, Signale rauszugeben. Alles das wird schon von Portalen angeboten und kann dann in entsprechenden Lösungen eben genutzt werden. Kommunikation hatten wir gerade schon angesprochen. Auch da bieten Portallösungen schon, sag ich mal, Standard-Integration, Standardlösungen, gerade für E-Mail, Short Messaging, also irgendwelche Skype oder Link-Integration. Und Portale bieten aus, ja, also sag ich mal, out of the box wirklich Möglichkeiten, Blogs, Wikis, RSS-Feeds, Social Networks, Twitter, YouTube anzubinden.
Alles das kann ziemlich schnell genutzt werden, ohne dass man sich da irgendwie großartig Gedanken drüber macht. Beim Content, auch da bieten Portale schon standardmäßig Lösungen. Also es gibt bei vielen Portalen Bibliotheken, die Dokumente oder multimediale Inhalte verwalten können. Da ist natürlich die Frage, wie weit ist das im Medienbereich nutzbar? Weil es ist natürlich so, dass die immer noch für Radio und Fernsehen die Medienelemente oder die Medien in Technologien vorliegen müssen, die dann hinterher ein Playout erlauben. Also sprich, ich brauche meine Files schon auf dem Videoserver, sonst kann ich die Sendung nicht fahren. Und ich brauche meine Audios im Audioproduktionssystem, sonst funktioniert mein Radio nicht, das ich dann hinterher auf den Äther bringen will. Also da muss man sich sicherlich, das muss man sicherlich ein bisschen kritischer betrachten, wie da diese Möglichkeiten wirklich im Medienbereich einzusetzen sind. Es gibt sicherlich Anwendungsfälle, wo das durchaus Sinn macht, gerade um Dokumente zu verwalten und die, sag ich mal, bereichernde Informationen zu irgendwelchen Beiträgen oder zu Sendungen bereitstellen, ist sowas dann sicherlich gut nutzbar. Ein anderer Punkt, der vielleicht viel interessanter ist, ist die unternehmensweite Suche. Auch hier bieten Portale Möglichkeiten und Schnittstellen, um eben so eine unternehmensweite Suche zu implementieren. Die kommen also wirklich oft mit mächtigen Suchmaschinen daher, die eine Volltextindizierung unterstützen oder sogar eine semantische Suche. Und das Ziel ist klar, es soll eine einfache Suchmöglichkeit für den User geben, wo man eine aggregierte Trefferdarstellung bekommt. Aber auch da muss man ein bisschen Vorsicht walten lassen. Der Weg dahin, der kann ein bisschen stolperig und steinig sein. Also da muss man sich genau überlegen, weil man will ja natürlich da auch die entsprechenden Systeme hinterlegen, die dann tatsächlich die Daten halten. Und das kann sehr schnell in tatsächlich, ja, sage ich mal, starke Entwicklung ausarten. Die Stichworte sind da eben föderierte Suche gegen eine indizierte Suche, die Festlegung des Datenmodells und, und. Ja, und zum Schluss Community oder die Gemeinschaft. Portale erlauben es ziemlich einfach, dynamische Teams zu bilden, also Teams, die nicht durch starre Festlegungen wie irgendwelche Gruppen oder sonst was vordefiniert sind, sondern die sich wirklich dann ganz spontan zusammenbilden, die eben genau dann die Teilnehmer sind hier an einem Blog oder die von einem Wiki profitieren, die da mitarbeiten. Und das ist eben, sage ich mal, eine der tatsächlichen Möglichkeiten, die natürlich dann gerade die systemorientierte Arbeiten, was sich dann eben aus verschiedensten Abteilungen auch quer und horizontal und über alle Bereiche hier eines Senders erstreckt, dann wirklich gut unterstützen können. Das sind also ganz allgemein die großen ja, Argumente der Portale. Und auf der nächsten Seite haben wir noch ein paar mehr, die für Portale sprechen, die immer wieder gerne angeführt werden. Und da will ich jetzt auch gar nicht zu stark drauf eingehen. Also natürlich, ein Ziel ist diese homogene Oberfläche, die modern aussehen soll, die dann eben diese ganzen Funktionen zur Verfügung stellt. Man kann durch Portale weitere Anwendergruppen erschließen. Sie sind natürlich schnell, flexibel, anpassbar. Und ja, also das ist vielleicht noch wichtig, betten sich natürlich gut ein und nutzen auch bestehende IT-Infrastruktur aus. Und ja, Punkt, die zentrale Inbetriebnahme, Wartung, das ist natürlich, Portale sind webbasiert, das heißt, alles kann man eben auf den entsprechenden Servern administrieren und es steht dann sofort an jedem Platz zur Verfügung. Portale sind Standardsoftware. Rechts sehen Sie auch die beiden großen Anbieter und die beiden großen Portallösungen, mit denen wir uns dann gleich beschäftigen werden, die wir entsprechend hier integriert haben. Das ist einmal Microsoft SharePoint und IBM WebSphere. Und daneben sind auch kurz mal, also so stellen die jeweiligen Firmen ihre Portale dar und präsentieren die. Und das sehen Sie, das sieht beides auch recht ähnlich aus. Und das sind genau zusammengefasst hier diese Argumente, die dann eben Portale zur Verfügung stellen. Ein wichtiger Aspekt ist, Portale lassen sich sehr stark personalisieren.
durch diesen modularen Aufbau, den sie haben, der aus kleinen Bausteinen besteht. Und das sind natürlich die wichtigen Sachen, die Bausteine, die wir uns anschauen müssen für die Integration. Das sind genau die, ja, die Elemente, die wir dann bei der Integration erstellen und implementieren mussten. Zunächst einmal hier ein paar Vokabeln oder zwei Stück. Die Bausteine, die haben nämlich gerade bei diesen beiden Herstellern bestimmte Namen. Die heißen Portlets bei IBM und Webparts bei Microsoft. Und die bilden eben genau die Grundlage für die Personalisierung und Modularisierung. Das heißt, Sie können sich das so vorstellen, so eine Portalseite oder eine Portaloberfläche besteht aus diesen Bausteinen, die einmal natürlich vom Administrator für die jeweiligen Gruppen so zusammengestellt werden kann, aber die auch je nach Berechtigung von den Usern selber beeinflusst werden kann. Und das macht eine der Stärken aus, gerade dieser Portale. Es gibt natürlich ganz viele Out-of-the-Box-Webparts und Portlets habe ich die mal genannt. Da unten sind so ein paar Beispiele hier für die klassischen Facebook, Twitter, YouTube, RSS-Feeds. Da gibt es natürlich dann wirklich vorgefertigte Bausteine, die einfach nur konfiguriert, parametrisiert werden können und dann eigentlich schon prinzipiell so verwendet werden können, wie man sich das gerne vorstellt. Ansonsten müssen diese Bausteine, also Portlets und Webparts, eben entwickelt werden. Wenn sie bestimmten Anforderungen genügen müssen, wenn sie bestimmte Funktionalitäten erfüllen sollen, dann müssen die halt entwickelt werden. Dafür stellen die Firmen natürlich Entwicklungsumgebungen bereit und unterstützen diese jeweilige Implementierung da ja in eigentlich einer sehr guten Weise. Und diese speziellen Portlets und Webparts Bausteine, die basieren dann natürlich auf individuellen Anforderungen, auf individuellen Datenmodellen und individuellen Workflows. Ja, und das ist eigentlich dann was, nachdem man wir jetzt alle Vorteile von Portalen gehört haben, muss man aber ganz klar erstmal festhalten, beide Hersteller, zumindest die, mit denen wir jetzt hier in Kontakt waren, die eben diese Portale bereitstellen, haben immer wieder betont, Portal ist eine Technologieplattform. Auch wenn da jetzt viele Standardkomponenten vorhanden sind und auch wenn es vielleicht einfach ist, irgendwie diese eigenen Bausteine ja, selber zu entwickeln, müssen diese in ein schlüssiges Konzept gegossen werden und dann umgesetzt werden. Also Sie können nicht ein SharePoint oder ein WebSphere installieren und dann loslegen und arbeiten. So funktioniert das leider nicht. Und wenn wir uns das dann angucken, wie das eben für Medienunternehmen aussieht, dann wird die Sache noch komplexer oder noch, sag ich mal, ein bisschen schwieriger, denn dann müssen diese Standard Elemente und natürlich auch alle weiteren, die dann eben diese Gesamtlösung darstellen soll, tatsächlich entwickelt werden. Also jetzt, wir haben ein paar Standardelemente gesehen, die man für Medienunternehmen hernehmen könnte, aber der größte Teil an der Stelle müsste halt wirklich oder muss halt wirklich selbst entwickelt werden. Das heißt, hier handelt es sich wirklich um ein Entwicklungsprojekt mit den klassischen Prozessschritten, die man da hat. Der Kunde muss sich wirklich überlegen, was er erreichen will, was er machen will. Und es gibt dann eben die spezialisierten Firmen, die sich dann daran machen, das umzusetzen und in ein Konzept zu gießen und entsprechend zu entwickeln. Die BBC hat übrigens da sehr viel selbst gemacht. Die haben ja auch eine große Entwicklungsabteilung noch immer intern da. Aber es gibt auch, glaube ich, da externe Firmen, die das dann entsprechend übernommen haben und die Umsetzung dann vorangetrieben haben. Ja, also ich meine, das ist natürlich die Aufgabe, die wir als unsere jetzt sehen. Das heißt, wir würden natürlich diese Lösung da gerne jetzt anbieten und das haben wir jetzt uns mal angeguckt, wie das eben von der technischen Machbarkeit her aussieht. Ein Gedanken sollte man dabei auch nicht außer Acht lassen. Wir haben die ganze Zeit geredet hier von den Vielzahlen der Werkzeuge und von Kostensensibilität und Integration. Zunächst einmal ist ja die Einführung eines Portals auch die Einführung eines neuen Systems. Also das,
verursacht natürlich erstmal Kosten. Man braucht Lizenzen, man braucht die Entwicklung, wie wir gerade gesehen haben. Man braucht auch ein Training dafür. Und das heißt also, diese ganzen Vorteile, die wir jetzt vorher gesehen haben, die muss man natürlich sehr genau abwägen, ob sich die rechnen. Also durch die Effektivitätssteigerung, durch vielleicht, sage ich mal, Einsparung von Lizenzen auf anderer Seite, wenn Portal als eine Ersatzoberfläche gelten kann, ließ sich natürlich hier irgendwo auch finanzielles Einsparpotenzial sehen. Aber prinzipiell muss man natürlich das hier durchkalkulieren mit dem, was auf der anderen Seite mit der Einführung eines Portals dann auch an Kosten aufkommt. Es ist natürlich, rechnet sich natürlich dann immer besser, wenn das Portal dann tatsächlich auch Funktionalitäten bereitstellt, die als notwendig erachtet werden, die die man gerne hätte und die man bis jetzt noch nicht im Haus hat. Das heißt also, dass man damit wirklich auch einen Mehrwert bekommt, der über das hinausgeht, dass das Portal jetzt tatsächlich nur die integrierte Sicht auf alles, was bereits existiert, darstellt. So, also wir haben uns also dann da dran gemacht und uns eben die Integration von Open Media in die beiden genannten Portale in IBM WebSphere und in Microsoft SharePoint angeschaut, wie das funktionieren könnte. Die Ziele der Integration sind natürlich klar, ergeben sich aus dem, was wir eben schon jetzt hier an Vorteilen und Möglichkeiten dargestellt haben. Die haben wir auch jetzt hier für Open Media genauso gesehen. Das heißt einmal natürlich der webbasierte Zugriff, der ja beim Portal gegeben ist, den man dann eben hier für Open Media herstellen kann, dass man da eben aus Zugriff aus dem Internet und von mobilen Geräten direkt auch auf Open Media Daten zugreifen kann und dann eben direkt diese Bearbeitung oder diese entsprechenden Informationen dann da darstellen kann. Also das ist ganz klar, ohne Open Media Applikationsinstallation, unabhängig von dem Gerät und von den verwendeten Plattformen, lässt sich dann eben auf diese Daten zugreifen. Ganz wichtig natürlich, haben wir auch gesehen, die Anreicherung der Funktionalität für Open Media. Genau das, was wir eben hatten. Wir haben da jetzt natürlich auch diese Dokumentbibliotheken angeguckt. Wir haben uns Foren, Wikis, Chats, Social Networks, alles das, was wir eben so an Standardelementen gesehen haben, angeschaut. Und dabei natürlich wichtig, wir wollten natürlich diese Elemente in Bezug stellen zu Open Media Dokumenten oder Objekten, sag ich mal. Das heißt, für uns war dann so ein Wiki oder so ein Blog nicht nur so ein losgelöstes Element, was jetzt da rum steht im Portal, sondern diese mussten natürlich dann angebunden werden oder einen Bezug bekommen zu Open Media Sendungen, zu Open Media Beiträgen, zu Open Media Themen, die verwaltet werden, so damit da wirklich dann natürlich auch ein Mehrwert besteht und die genau dieser Bezug dann eben hergestellt wird. Dann natürlich Integration hatten wir schon mal, die Integration von Open Media mit anderen Systemen. Da gibt es auch gerade jetzt hier auf dem deutschen Markt einige Firmen, die auch in der Partnerliste da genannt waren, die sich auch mit dem Thema beschäftigt haben und die dann, sage ich mal, da Möglichkeiten bereitstellen könnten, dass man eben über Portale solche Integrationen auch zwischen den Systemen herstellt. Kommen wir gleich noch ein bisschen näher zu. Da gibt es nämlich verschiedene Möglichkeiten, wie das dann funktioniert. Und die haben dann eben auch verschiedene Auswirkungen. So, also haben wir uns rangemacht, haben uns da auch Hilfe geholt für die jeweiligen Portale, weil wir da auch nicht so die Experten waren. Und zwar hat uns die Firma IBM da unterstützt bei der Portal-Server-Entwicklung und die Firma Conciety hat uns unterstützt bei der SharePoint-Entwicklung, haben dann, sage ich mal, jeweils mit uns gemeinsam prototypisch die Integration von Open Media in diese beiden Portale realisiert. Was haben wir implementiert? Also zunächst mal muss man ganz klar sagen, wir haben das Portal erstmal festgelegt als Journalistenportal.
Also es ist jetzt kein Planungsportal und es ist auch kein Sendungsportal und Ausspielungsportal, sondern es ist erstmal das Journalistenportal. Journalisten sind hier die Hauptzielgruppe und damit ist auch der hauptsächliche Anwendungsfall, den wir hier implementiert haben, ist zunächst mal die Informationsbeschaffung, die Informationssichtung, und dann entsprechend das journalistenspezifische Arbeiten. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben uns als Ziel gesetzt, dass man eben über die Portale die Open-Media-Agenturen lesen kann, dass man eben auf die, das ist jetzt Open-Media-spezifisch, auf die vordefinierten Open-Media-Suchprofile zugreifen kann, sodass man sich informieren kann, was ist los in der Welt, aber auch was ist los in der Redaktion, was sind die Top-Themen. Und als nächstes dann natürlich, was habe ich zu tun? Also dieser persönliche Aspekt. Was sind meine Aufgaben? Und das ist meistens für die Journalisten eben irgendwelche Beiträge vorbereiten, Skripte bearbeiten. Da wollten wir halt gucken, wie funktioniert das? Kann man damit tatsächlich diese ganzen Metadaten auslesen, modifizieren und wieder zurückschreiben? Und als nächstes eben noch Informationen bereitstellen zu Open-Media-Themen. Um eben damit zu zeigen, dass in einem Portal genau dieser themenzentrische Planungsworkflow von Open Media unterstützt werden kann. Das waren so die drei Anwendungsfälle. Die waren auch so ein bisschen so gewählt, damit sie eben die technischen Komponenten abdecken, die wir da berücksichtigen wollen. Also gerade dieser Zugriff auf die Suchprofile, Auslesen, Modifizieren von Metadaten und die Unterstützung des themenzentrischen Planungsworkflows sind auch technisch drei oder vier, ja, sag ich mal, Workflows, die auf unterschiedliche Schnittstellen dann geben und die wir einfach verifizieren wollten, ob die dann auch tragen und ob die dann halten. Dann werfen wir jetzt mal einen Blick auf die Ergebnisse. So sieht das dann ungefähr aus, wenn man dann sich so eine Integration vorstellt. Jetzt habe ich das bei mir, ich muss mal auch gerade gucken, ein bisschen zu klein. Aber ich kann versuchen, da mal ein bisschen was zu erklären. Also rechts, fangen wir mal mit dem linken Screenshot an. Das ist so eine typische Seite, wo man jetzt auch, das ist eben SharePoint, die einzelnen Webparts sehr gut erkennen kann. Das heißt also, alles das, wo Sie immer so einen grauen Balken drüber sehen, der dann entsprechend irgendwie mit Daten unten drunter gefüllt ist, ist ein Webpart. Also auf dem linken Screenshot sieht man im Moment, glaube ich, sechs Stück, so ein bisschen abgeschnitten. Und da kann man sich dann auch vorstellen, wie man die irgendwie arrangieren kann, wie man die so ein bisschen rumschieben kann und wie man das entsprechend personalisieren kann. Ja, man sieht jetzt Agenturmeldungen, die kommen aus Open Media, ist bunt gemischt mit Webparts über Tasks, also irgendwelche Aufgaben, die jetzt tatsächlich hier an einen Exchange-Server gekoppelt sind und die dann da wieder aufschlagen. Und die sind wieder bunt gemischt mit My Stories und Announcements und ähnliches. Wir haben da mehrere Seiten gemacht, die eben diese verschiedenen Anwendungsfälle da auch abdecken. Im zweiten sieht man zum Beispiel hier auch nochmal meine Aufgaben und mein Team. Und gerade bei diesem Mein Team ist natürlich, sieht man ganz schön diese entsprechende Einbettung in die IT-Infrastruktur. Die macht natürlich, muss man ganz klar sagen, nur dann Spaß, wenn, sag ich mal, zu dem Portal auch irgendwie die passende Infrastruktur da ist. Also ein SharePoint-Portal kann ziemlich gut natürlich mit einem Exchange-Server arbeiten oder mit einem Link-Server, kann eben auf eine AD zugreifen hier und solche Sachen wie Verfügbarkeit und Kalender und Outlook-Integration bereitstellen. Das Web4-Portal, das macht natürlich die gleichen Sachen viel besser mit den Lotus-Komponenten, mit Same-Time und ähnlichen Sachen. Hier sehen wir jetzt die Ergebnisse vom Portal-Server. Sie sehen, das sieht recht ähnlich aus. Wir haben also auch hier den Zugriff auf Agenturen, den Zugriff auf die Stories. Die sind direkt aus dem System gelesen, wieder in Kombination mit den entsprechenden Personengruppen, mit den Teams, die sich daraus gebildet haben. Das hier unten links in dem linken Screenshot sieht man so ein klassisches RSS-Portlet, das dann eben Meldungen aus einem bestimmten Feed noch dazu bringen kann.
Und rechts unten sieht man noch ein Facebook-Portlet, was da entsprechend die Kontakte zu oder die Kontakte zu dem Social Network oder die Kommunikation zu dem Social Network dann aufbereiten kann. Auf dem rechten Screenshot sieht man jetzt tatsächlich eine Skriptbearbeitung. In dem, eben in dem Fenster in der Mitte, da ist der Skripttext dargestellt, der sich dann hier auch von dem Portal entsprechend abändern ließ oder modifizieren ließ. Ja, also so sahen die Portale aus. Wir haben die eben auch auf der Messe präsentiert und da, also die können wir auch jederzeit wieder gerne irgendwo vorführen. Und ja, ich sag mal, die Ergebnisse waren eigentlich sehr zufriedenstellend. Also wir haben da ein recht gutes Feedback bekommen. Und die Kunden, also insbesondere mit denen wir dann darüber gesprochen haben, die waren da sehr daran interessiert und sehen da schon, sag ich mal, ja, ein Potenzial und wollen auch weiter in dieser Richtung eben unterwegs sein. Und für uns war das genauso eigentlich, dass wir uns gesagt haben, das ist ein sehr spannendes Thema. Genau das ist eigentlich, könnte wirklich einen redaktionellen Arbeitsplatz der Zukunft ausmachen. Und das entsprechend, werden wir dann auch entsprechend weiter vorantreiben. Kommen wir jetzt noch ein bisschen zu den technischen Integrationsansätzen. Ja, wie gesagt, die beiden Portale, SharePoint und WebSphere, haben wir integriert. Es gab da zwei verschiedene Ansätze für die beiden Portale. Beim SharePoint haben wir sogar zwei innerhalb des SharePoints gewählt oder ausprobiert. Die möchte ich jetzt im Folgenden mal ganz kurz beschreiben. Ich hoffe, das wird nicht, wie gesagt, zu technisch, aber ich denke mal, so ein kleiner Einblick dahinter kann auf jeden Fall nicht schaden. Also wichtig hierbei zu beachten ist natürlich, dass wir das alles aufgesetzt haben auf der Open Media Web Service Schicht, die eben über dem gesamten System liegt und die eben ja gerade für Webanwendungen und Portale natürlich eine super Grundlage bildet, um eben solche Integrationen durchzuführen. Und für uns war das auch so ein bisschen so ein Test, wie gut ist diese Web-Service-Schicht, wie trägt die und sind wir damit auf dem richtigen Weg natürlich rein technisch betrachtet. Gucken wir uns die erste Integration an, das ist ein Silverlight Search Web Part. Da haben wir eigentlich komplett dieses Webpart selbst entwickelt. Silverlight ist ja der Name hier ja, Implementierungstechnologie, die dahinter steckt. Das heißt, wir haben komplett das GUI dazu entwickelt, wir haben komplett die Funktionalität dazu entwickelt und dann haben wir das einfach hergenommen, in so einen Wrapper reingepackt und in das Portal gesetzt. Das, sage ich mal, war nicht so das angestrebte Ziel. Weil, was passiert dann natürlich? Das ist ein bisschen. Applikationen in ein Portal einzubinden, die tatsächlich eine webbasierte Oberfläche irgendwie zur Verfügung stellen. Aber dadurch handelt man sich natürlich das ein, dass man wieder verschiedene Look and Feels hat, verschiedene Oberflächen, die einfach nur jetzt auf einem Desktop zusammenlaufen. Aber von einer wirklichen Integration weiß ich nicht, ob man dann davon sprechen kann. Also haben wir uns für dann nochmal eben andere Technologien angeguckt und geguckt, wie geht es ein bisschen weiter unten drunter. Dass wir wirklich sagen können, wir wollen das wirklich auf Webservice-Ebene, sodass dann im Portal alle Möglichkeiten bestehen, die das Portal wirklich bietet, und die das gerade von der Visualisierung und von den möglichen, ja, sag ich mal, Anwenderszenarien her bietet. Ja, im Portal-Server funktionierte das folgendermaßen. Da gibt es eben die entsprechenden Entwicklungsumgebungen. Und die wichtigste Komponente dabei heißt WebSphere Experience Factory, die eben eine Entwicklungsumgebung eingebettet in Eclipse ist, mit der man eben Portlets erstellen kann. Und dadurch ließen sich halt also einfach und schnell tatsächlich diese Portlets auf Open Media Basis realisieren.
Das Konzept sieht man dann so ein bisschen. Die Entwicklung von Portlets funktioniert mit sogenannten Bildern, von denen man sich welche aussucht, die man dann zu einem Model zusammenstellt, die man über Profile parametrisieren kann. Aus diesen Bildern wird dann tatsächlich ausführbarer Code erzeugt, der dann eben als Applikation in die Portale reinläuft. Ja, diese Bilder, haben eben verschiedene, da muss man eben halt genau sich die raussuchen, die man braucht. Es gibt eben verschiedene Bilder, die auch verschiedene Zuständigkeiten haben. Zum Beispiel hier für den Zugriff auf verschiedene Datenquellen. Zum Beispiel diesen Webservice-Bilder, den wir jetzt da benommen haben. Aber es gibt auch natürlich die ganzen Bilder für die GUI-Steuerelemente, für HTML, XML und. Die dann sehr schön und sehr einfach erlauben, eine Portal-Applikation für den Portal-Server zusammenzustellen. Wie funktionierte das bei uns? Die entsprechenden Web-Service-Description sind von diesem Bilder eingelesen worden. Man sieht so ein bisschen jetzt in diesen Screenshots, es geht sehr viel dann über Oberflächen. Das heißt, man muss da gar nicht so viel codieren und Source-Code schreiben, sondern man kann dann wirklich sich die Web-Service-Calls zusammenstellen. Man kann sagen, jetzt dieser Call und der soll so aufbereitet werden und so. Und es gibt da ist eben eine ganz tolle Unterstützung in dem Eclipse drin. Und es ist wirklich, also hatte ich ja gerade schon gesagt, so eine Programmierung durch Zusammenklicken. Man sieht hinterher die entsprechende Ablaufliste, wie das dann so entsteht. Man sieht da eben, wie man diese Portlets dann eben, ja, sage ich mal, anzusprechen und zu bedienen hat. Und das lief alles sehr reibungslos. Ich sage mal, natürlich gibt es immer ein paar kleine Schwierigkeiten, aber da war jetzt wirklich nichts bei, was wir nicht irgendwie schnell und einfach lösen konnten hier an den Stellen. Also, das war schon wirklich ein guter Erfolg jetzt hier mit der Integration in den Portal-Server. Die Integration in SharePoint, die lief ein bisschen anders. Da haben wir ein Konzept ausgenutzt, was SharePoint zur Verfügung stellt, und zwar ab der Version 2010, die sogenannten BCS, Business Connectivity Services. Das ist, einfach gesagt, das ist ein Konzept, mit dem man Daten aus externen Systemen wirklich nahtlos in SharePoint integrieren kann. Also ich weiß nicht, wer SharePoint so ein bisschen kennt. Das ist ja das basiert immer auf so Listen, die man sich dann einblenden kann, wo man entsprechende Ansichten und Filter und sowas drauf definieren kann. Und da dieses BCS ist eben jetzt eine Möglichkeit, nicht nur intern solche Listen zu definieren, sondern auch extern aus anderen Systemen. Und mit denen hat man dann die gleichen Möglichkeiten, die man auch für die internen Listen hat. Und die werden auch genauso administriert, die werden auch genauso behandelt. Und die kann man dann eben in jedes GUI so einbinden. Und man hat da die Möglichkeiten, die SharePoint bietet, von dem Layout und von der Darstellung und auch von der Nutzung natürlich, von den verschiedenen Clients, die dann eben das SharePoint da bietet. Ja, was war dabei die Schwierigkeit oder ist man dabei vorgegangen oder überhaupt, wie haben wir das realisiert? Da musste man sich wirklich Gedanken machen, wie machen wir das? Wie setzen wir Open Media Objekte um? Muss da ein Datenmodell zu entwickeln? Aus diesen Datenmodellen, da sieht man rechts eben, wie das im Visual Studio so ein bisschen aussieht, wurden dann automatische Klassen generiert, und diese externen Listen, wenn man die entsprechenden Interfaces da implementiert hat, dann hatten die eben diese klassische Create, Read, Update, Delete Funktionalität, die man auch bei den internen SharePoint-Listen kennt. Aber das musste wirklich, man sieht so ein bisschen, ich habe einen Screenshot da reingehängt mit Source Code, man musste wirklich also .NET, C-Sharp hier programmieren, um zu diesem Ziel zu kommen und da diese Schnittstellen zu machen. Ja, die Schnittstelle weiterhin ja, unterstützt die Relation zwischen diesen Listen, sieht man auch oben angedeutet so ein bisschen, und die unterstützt auch Crawling und Paging. Und natürlich auch, genau wie bei dem Eclipse, bieten die entsprechenden Entwicklungsumgebungen da schöne Templates, auch eben für die Erstellung und auch das Deployment in die jeweiligen Portaltechnologien dann wirklich greifen können. Ja, so weit unsere Integrationsversuche oder unsere Integrationen, die gelaufen sind. Also für uns war wichtig, wie gesagt, um das
nochmal zusammenzufassen, den Webservice-Layer hier an den Stellen zu testen, den natürlich auch zu erweitern und auch zu sehen, wie wir damit eben für die Zukunft aufgestellt sind. Und ich denke mal, da hat sich gezeigt, dass der eben nicht nur für die Integration in die Portale tragfähig ist, sondern natürlich für jegliche Web-Applikation oder auch mobile Endgeräteunterstützung hier. Und sage ich mal, nicht zu vergessen, natürlich ist das auch die Grundlage, um eben Open Media irgendwann mal in der Cloud zu betreiben oder überhaupt sich mit so einem Gedanken zu beschäftigen. Das ist so der Ausblick, den wir auch dann damit vorhaben und wo wir auch dann eben diese serviceorientierte Architektur tatsächlich hin weitertreiben wollen. Okay, Frau Kretzan, ich sehe, dass Sie jetzt zum Ende Ihrer Präsentation gekommen sind. Wollte ich mal sagen, also jetzt bleibt mir nur noch der Schluss dazu sagen, das Tor oder das Portal ist offen. Mal sehen, wir würden da gerne hindurchgehen und möglichst viele mitnehmen. Und da denke ich mal, da stehen uns noch spannende Zeiten bevor. Also das Thema ist auf jeden Fall ein ganz präsentes und da wird in der Zukunft noch viel passieren. Das heißt, Sie sehen Silverlight noch nicht unter dem Licht, dass es gar nicht mehr so lange betrieben werden wird, sondern Sie sehen Silverlight als eigentlich das, die Lösung, mit der man noch einige Jahre arbeiten kann. Nee, dieser Silverlight-Ansatz, ich weiß nicht, vielleicht ist das gerade nicht richtig rübergekommen, das war auch der, den wir zwar mal getestet haben, aber dann auch wieder verworfen haben. Also der ist nicht mehr unbedingt derjenige, den wir dann weiterverfolgt haben. Das war so ein bisschen, ich hatte diese eine Folie mit dem Silverlight drin, um so ein bisschen, sag ich mal, diesen Schritt in die falsche Richtung hier zu illustrieren und darzustellen. Verstehe. Und die BCS-Integration, die erfolgt nicht auf der Basis von Silverlight. Ich verstehe. Frau Kretzan, im SharePoint jetzt. Dann sage ich jetzt erstmal herzlichen Dank für Ihre Präsentation und ich lade jetzt alle Teilnehmer ein, uns quasi mit Fragen zu bombardieren. Wenn Sie Ihre Kamera vielleicht mal wieder online schalten könnten, dann sehen wir auch Sie wieder als. Mache ich mal. Ich habe eine große Bitte. Ich glaube, das ist eine Bitte, die mit Sicherheit alle Teilnehmer Ihnen auch sagen würden. Besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre PowerPoint-Präsentation als PDF-File den Interessierten gegebenenfalls zur Verfügung stellen können? Denn es war mitunter so, dass die Charts, auf die Sie hingewiesen haben, die Screenshots, die Sie gezeigt haben, doch grafisch nicht so darstellbar waren und so ansehnlich waren, dass man Informationen hätte daraus nehmen können. Und jemand, der sich wirklich für diese Technik und für das, was Sie dort gemacht haben, vielleicht ein bisschen näher interessiert, dem wäre es vielleicht hilfreich, wenn er die PDF zur Verfügung gestellt bekommen könnte, sodass er dann da ein bisschen größer fährt und auch mehr reinsehen kann. Ja, auf jeden Fall. Also die sollten natürlich nur so ein bisschen illustrieren und die wichtigsten Punkte hervorheben, aber das kann ich gerne machen. Dann kann man sich im Detail mit den einzelnen Folien beschäftigen und sich auch die entsprechenden Bilder da angucken. Wunderbar. Also ich sage damit hier jetzt allen Teilnehmern, die daran Interesse haben, Sie können gerne der Redaktion der FKT eine E-Mail schicken. Ich werde dann diese PowerPoint-Präsentation von der Frau Kretzan an Sie weiterleiten, sodass die Frau Kretzan wirklich nur dann in Aktion treten muss, wenn Sie noch nähere Fragen haben und mit ihr direkt in Kontakt treten möchten. So, Frau Kretzan, Sie haben uns ein Thema vorgeführt, das sehr weitreichend ist und eigentlich Mittel und Möglichkeiten allen Beteiligten bieten wird, die vergleichbar sind mit dem, was momentan in aller Munde ist. Also wir haben Daten irgendwo in der Cloud liegen. Jeder möchte diese Daten effektiv nutzen, mit semantischer Suche auf all das zugreifen, was es sowohl im Audio als auch im Video, als auch im Wikipedia-Bereich, im Social-Media-Netz, wo auch immer gerade zu greifen gibt, damit man seinen eigenen Content als Redakteur, als Bearbeitbar gegebenenfalls und auch mit neuesten Informationen auffrischen kann. Das ist mir soweit klar geworden. Auch die Anbindung der Redaktionen, die also über Kommunikationsmittel, sprich also Warnzugriff,
WLAN-Zugriff, Mobiltelefone, Tablets und was auch immer auf all diese Daten zugreifen möchten. Die Frage, die ich jetzt als allererstes habe, ist eigentlich, wie betrachten Sie dabei gegebenenfalls veränderte Urheberrechte, die ja durch diese zusätzliche Nutzung mit im Hintergrund auch berücksichtigt werden müssen? Denn das ist ein Thema, was bei einer solch umfassenden Lösung für alle die, die Content bearbeiten und Content weiterverwerten möchten, eine der Hauptfragen darstellt. Das ist natürlich jetzt, sage ich mal, nicht direkt ein Thema für den Technologieanbieter eines solchen Portals. Natürlich wird darüber der Zugriff, sage ich mal, auf Essenzen und auf Content, der irgendwo im Internet verfügbar ist, jetzt ein bisschen erleichtert und denke ich mal, Hemmschwelle, da tatsächlich sich dann auch zu bedienen, wenn man irgendwas findet, die mag dann dadurch auch gesenkt werden. Aber dennoch, ich weiß es nicht, ob da die Systeme jetzt schon weit genug sind, um tatsächlich zu unterstützen, wie hier urheberrechtliche Situationen und Lagen sind und ob man da tatsächlich auch das aus der Verantwortung der Leute so weit rausnehmen kann, dass es wirklich in den Systemen abgewickelt wird. Ich verstehe. Das heißt, Sie stellen erstmal nur Technologie zur Verfügung, sodass auf all die Informationen, die verfügbar sein können, auch Zugriff genommen werden kann. Also im Moment haben wir da noch keine Anstrengung gemacht, jetzt tatsächlich solche Daten dann irgendwie mit zu erfassen oder zu verwerten. Also ich weiß, dass es viele, viele, viele Ansätze schon gab, überhaupt irgendwie Rechte und Lizenzen in Fernsehsendern zu verwalten. Und das sind immer die schwierigsten Projekte, die man angehen kann an den Stellen, und um da tatsächliche auch sinnvolle Möglichkeiten zu bieten, wie solcher Content dann eben weiter genutzt werden darf, nochmal verwendet werden kann. Weil einfach die Regeln, unter denen irgendwie sowas passieren kann, die sind so komplex, dass ich, muss ich ehrlich zugeben, bis jetzt noch kein funktionsfähiges System gesehen habe, was das wirklich hundertprozentig auswerten konnte und auch entsprechend dann sinnvoll zur Verfügung stellen konnte. Das ist Also da ist, glaube ich, der menschliche Faktor immer noch ein entscheidender. schon ganz richtig, dass Sie genau meine Frage so beantworten. Und Dieter Haas, der Ihnen mit Sicherheit ja bekannt ist von der IBM, hat jetzt gerade in den Chat hineingeschrieben, andererseits ist dies genau die Stärke von Portaltechnologien, hier BRM-Systeme mit Content-Systemen auf dem Portal zu integrieren. Und das würde ja genau dem entsprechen, was ich vorhin als Frage gestellt habe. Ob es denn zukünftig möglich sein wird, über Portaltechnologien eben halt den Redakteuren, die sich eigentlich nicht mit der Thematik der Urheberrechte und der Rechteverwaltung auseinandersetzen möchten, in erster Linie, dass denen Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, damit eben im Hintergrund ein solcher Abgleich der oder eine Überwachung dieser Informationen stattfinden kann und stattfindet. Eben genau diese Leistung erbringen und genau das schaffen, dann ist natürlich da, sind natürlich da diese Möglichkeiten da. Also wie gesagt, die Integrationsmöglichkeiten der Portale, die gehen eben von der reinen Nebeneinanderstellung in der gleichen Oberfläche aus zwei verschiedenen Applikationen bis, ja, sag ich mal, tief unten runter, wo die Systeme entweder über Möglichkeiten über das Portal dargestellt wird. Also ich glaube, dass das natürlich dann eine Möglichkeit bietet, wenn es Rechtemanagementsysteme gibt, die zur Zufriedenheit aller das abbilden können, dann kann man die natürlich auch über diese Möglichkeiten verknüpfen mit den entsprechenden Redaktionssystemen, mit den entsprechenden Media Asset Management Systemen, die eben in der Infrastruktur oder in der jeweiligen Sendelandschaft dann installiert sind.
Sie haben sich da etwas auf Ihre Fahne geschrieben, was ich als eine große Herausforderung sehe und betrachte. Denn das, wenn ich Ihre ganzen Partner mir anschaue, die Sie auf der zweiten Folie gezeigt haben, mit denen Sie zusammenarbeiten, Unternehmen wie Quantel, Sony, IBM, Avato, alle die, die in diesem Bereich eigentlich doch sich einen Namen erarbeitet haben, mit einzelstehenden, alleinstehenden Systemen sehr umfangreich arbeiten zu können und Sie mittendrin mit einer Portallösung, die eigentlich genau diese Systeme alle miteinander verbinden möchte, damit Sie eine Tür Zugang zu all den Informationen auf diesen unterschiedlichen Systemen anbieten möchten. Das heißt, Sie müssen eigentlich multilingual arbeiten können. Das heißt, Sie müssen viele Standards beherrschen. Sie müssen viele Informationen, die andere Ihnen zur Verfügung stellen, entsprechend interpretieren. Bedeutet das im Kehrschluss, dass Sie die Moderation, die Sie eigentlich mit den Journalisten betreiben möchten, welche Anforderungen die Journalisten haben, das, was ganz zu Anfang von Ihnen genannt worden ist, dass Sie nicht nur die Leute zusammenbringen, sondern die Leute auch entsprechend führen möchten und leiten möchten, damit sie in der richtigen Richtung denken und die richtigen Ansätze auch verfolgen, sodass die Umsetzung dessen für sie einfach wird. Bedeutet es letztendlich, dass sie nicht nur Technologien anbieten, sondern gleichzeitig auch Tutorials durchführen mit ihren Kunden, mit ihren Systempartnern, um eben halt queere Denkweisen in eine Richtung zu bringen, dass sie ein gemeinsames Ziel haben, das sie auch vielleicht gemeinsam dann erreichen können. Ja, das bedeutet das schon in einer gewissen Weise. Da haben Sie durchaus recht. Die sich wandelnde Medienlandschaft hier genau anschauen, aber das dann natürlich versuchen umzusetzen und umzusetzen in einer Art und Weise, dass wir natürlich da versuchen, auch gerade aus der technologischen Sicht jetzt hier über den Tellerrand zu gucken und entsprechende Technologien dann auch nach vorne zu bringen. Also da das Beispiel zum Beispiel der Open Media Story BIN zeigt ganz klar, dass wir da vor Jahren auch schon gesehen haben, in welche Richtung das geht und entsprechende Module und Funktionalitäten bereitgestellt haben. Hier beim Portal erhoffe ich mir da eigentlich ähnliche Effekte. Natürlich gibt es diese Diskussionen am Markt, aber es ist noch sehr schwammig und sehr unklar, in welche Richtung das geht, wie es aussieht. Aber in dem Dialog der mit den Anwendern und mit den Kunden, die natürlich ihre Anforderungen schildern, zusammen mit dem, was wir natürlich aus dem, sage ich mal, aus der Summe aller Anforderungen an Mehrwert noch, sage ich mal, herauskristallisieren können, kann sich da eigentlich wirklich, sage ich mal, eine zukunftsweisende Technologie ergeben. Verstehe. Und wo der Arbeitsweisen zu sehen? Also ist es eine technische Lösung oder ist es eine eher redaktionelle Lösung? Oder muss man beides dabei betrachten? Sowohl die Standards der Systeme, die untereinander kommunizieren müssen, als auch die Arbeitsabläufe, die neuen Denkweisen, um eben halt ein solches System effektiv nutzen zu können. Ja, ich glaube schon, dass das eine Kombination aus beiden ist. Gerade bei den technischen Schnittstellen gibt es natürlich schon einige, die als quasi Standard eben festgeklopft sind. Für die muss man natürlich schauen, wie sieht es da wirklich aus, welche Arbeitsabläufe unterstützen die. Sag ich mal, die funktionalen Arbeitsweisen, also das ist zumindest so unsere Erfahrung, die Workflows, die tatsächlich gelebt werden, die sind manchmal doch, die ähneln sich sehr stark, aber natürlich muss man da was Eigenes zu schaffen. Dazu hat der Herr Nebita, einer unserer Teilnehmer, die Frage, was Ihre Empfehlung zur Trimedialität wäre: eine Zentralisierung oder eine dezentrale Redaktionsorganisation? Was würden Sie eher vorschlagen? Weil Sie vorher schon. Oh, das ist eine. Bitte. Entschuldigung.
Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, die weiß ich gar nicht, ob ich mir die zutrauen würde, hier zu beantworten, weil, wie ich ja gesagt habe, glaube ich, dass das nicht ein technologisches Problem ist, sondern eher ein organisatorisches, wenn nicht sogar ein politisches im Moment, gerade innerhalb größerer Anstalten. Also da würde ich mich, glaube ich, ein bisschen auch zu weit aus dem Fenster zu le lehnen und um da jetzt irgendwelche Empfehlungen zu geben. Ich weiß, dass die Technologie dahinter beides unterstützen würde, dass wir da eben tatsächlich, sag mal so, aufgestellt sind, dass es da auch noch Zwischenwege sogar gibt, die auch, sag ich mal, jetzt schon in bestimmten Projekten genauso gelebt und umgesetzt werden. Also dass es da redaktionsübergreifende Arbeiten gibt, die dann doch wieder natürlich aus dem Blickwinkel Fernsehen, Hörfunk, konkrete Sendung, Ausgabekanal betrachtet werden. Ansonsten, also es gibt Sender, die tatsächlich Direktoren oben oder Abteilungsleiter ganz neu geschaffen haben für Trimedialität, für Ähnliches. Und es gibt welche, die fangen wirklich unten an bei den Journalisten und Redakteuren und sagen, guckt doch mal erstmal, wie ihr zusammenarbeiten könnt, was ihr erreichen könnt. Nun haben Sie bei Ihrer Einleitung gesagt, dass Sie gerade einen neuen Kunden bekommen haben, den RBB in Berlin, der als Ihr jüngstes Mitglied in der Open Media Gruppe ja ein trimedialer Sender ist, so wie ich den RBB verstanden habe, weil man beim RBB eben halt schon seit einiger Zeit übergreifend zwischen Hörfunk und der Fernsehredaktion Signale austauscht, das heißt Audio- und Videosignale miteinander verknüpft und übergreifend auch anwenden und nutzen kann. Würden Sie unseren Zuhörern und Teilnehmern dieses Webinars eventuell ein Referenzprojekt nennen können, bei dem Ihre Portaltechnologie, über die Sie gerade eben berichtet haben, schon eingesetzt wird, nicht vielleicht zu 100% umfassend, aber doch zumindest indem Sie sagen können, das wäre vielleicht unser Referenzprojekt zu dieser neuen Portaltechnologie. Nee, so weit möchte ich jetzt noch nicht gehen. Also wie bereits geschildert, das befindet sich noch, sage ich mal, in einem Stadium, dass wir jetzt versuchen, das in die ersten Projekte hineinzutragen. Der RBB ist da sicherlich ein sehr geeigneter Kandidat für. Wir haben aber auch noch andere Interessen und Nachfragen gerade aus dem Bereich der ARD, aber auch aus der Schweiz, zum Beispiel. Und das wird sich jetzt zeigen. Also im Moment haben wir da kein konkretes Projekt, aber wir arbeiten Okay, daran. jetzt möchte ich gerne den Diskussionsbeitrag von Dieter Haas eigentlich als unseren Endbeitrag oder Endsatz nutzen, der uns Folgendes sagt: Diskutieren wir hier aber nicht auf verschiedenen Ebenen, Integration der Systeme im Kontext BPM, SOA und Integration der Arbeitsweisen weg von einer anwendungsspezifischen Sicht hin zu einer aufgabenorientierten Sicht auf Portalebene? Ja, hatte ich eigentlich jetzt auch so verstanden. Hatten wir das jetzt nicht in der Richtung, denke ich mal, auch schon so betrachtet, dass wir natürlich hier sag ich mal, die Workflow und die Workflows und das tatsächliche redaktionelle Arbeiten natürlich trennen müssen von den Möglichkeiten, die es jetzt da technisch unten drunter gibt. Also ob wir jetzt hier technisch eben das über, was weiß ich, diese BCS oder über Portal-Server-Integration laufen lassen, wie man das in eine SOA einbindet, was es da für Middleware-Technologien und noch gibt. Das ist, ich sag mal, unbenommen davon, wie tatsächlich jetzt in den Redaktionen gearbeitet wird. Natürlich, so ganz unbenommen auch nicht, weil meiner Meinung nach bedingen irgendwelche Workflows natürlich dann auch bestimmte Schnittstellen. Das heißt, um ganz klassisches Beispiel zu nehmen, wenn ich irgendwie einen Platzhalter in einem Media Asset Management System anlegen möchte, dann muss genau diese Schnittstelle auch das eben bereitstellen. Es muss solch ein Protokoll dafür geben und solch eine Ausführungsebene dann eben
dafür existieren. Ich glaube, das war das Schlusswort, was ich von Ihnen hören wollte, Frau Kritzan. Wir haben unsere Zeit heute ein bisschen arg überspannt und ich habe Sie länger eigentlich eingespannt in Ihrem Webinar. Wir sind gut 75 Minuten lang geworden. Ich danke Ihnen recht herzlich auch für die nachfolgende Q&A, bei der Sie ja uns noch zu vielen Themen die Antworten gegeben haben, die ich Ihnen gestellt habe und die auch von unseren Teilnehmern gekommen sind. Recht herzlichen Dank von meiner Seite an Sie und herzlichen Dank an alle Teilnehmer, die bei uns zu Gast gewesen sind. Und ich hoffe, dass es draußen so gut angekommen ist, wie es bei mir eigentlich der Fall war. Und meinen herzlichen Dank an Sie, Frau Kritzan. Ja, vielen Dank auch an alle Teilnehmer für die Aufmerksamkeit und einen schönen Dankeschön Tag ebenso. noch. Auf Wiedersehen, Frau Kritzan. Und jetzt bleibt für Sie quasi im Chat der Chat für Sie als Dankeschön, weil unsere Teilnehmer dort jetzt Ihnen sagen werden, was Sie von Ihrem Vortrag gehalten haben. Vielen Dank nochmal. Danke.